Das Bild mit dem Wladimir Petkovic am Spielrand von IBE kehrt an Vergangenheit an. Stattdessen leitet das Geschick von den Gelb-Schwarzen bis Ende Saison der bisherige Assistenztrainer Erminio Bisergia. Für ihn kommt die Entlassung von Wladimir Petkovic nicht ganz überraschend. Ja, wir haben eigentlich die Woche auch schon gemerkt, dass ist irgendetwas am Laufen und wir spüren das auch irgendwo, oder auch der Trainer hat das irgendwie gespürt und das ist natürlich bei uns immer ein kleines Thema gewesen. Oder Spieler sieht man nicht an, als wären sie gerade erst in der Kabine vom Uzi Schmiss von ihrem Trainer überrascht worden. Nach dem gestrigen Match gegen Luzern haben sie heute wie geplant kurz trainiert. Was der Abgang von Wladimir Petkovic bedeutet, wissen sie genau. Es ist immer auch für eine Fußballmannschaft immer irgendwo durch eine Niederlage. Auch für uns als Mannschaft, weil wir nicht die Resultate gebracht haben, die wir uns erhofft haben, die der Trainer sich erhofft hat, die sich die Vereine und die Fans erhofft haben. Der Herr Petkovic hat gute Arbeit abgeliefert hier zu Bern, das ist klar. Aber für uns ist jetzt vor allem wichtig, dass wir jetzt die nächsten vier Spiele positiv bestreiten, vor allem die nächsten zwei Heimspiele. Einer, der beim Rausschmiss von Wladimir Petkovic die Fäden in den Händen gehalten hat, ist der CEO Ilja Känzig. Und trotzdem findet er nur lobende Worte. Der Wladimir Petkovic kann mit erhobenem Haupt aus dem Stade Suisse gehen. Er hat grossen Erfolg gefeiert, auch wenn kein Titel dabei rausgeschaut hat. Und ich glaube, er hat den Club so weit gebracht, wie er konnte. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo man den nächsten Schritt machen muss. Und der nächste Schritt heisst ausgerechnet Christian Gross. Noch vor gar nicht langer Zeit war er nämlich mit dem FC Basel ein Erzfeind von IBE. Das spielt heute aber keine Rolle mehr. Im Gegenteil. Wir haben alle auf Basel geschaut, was er alles gemacht hat, was er alles bewegt hat. Und wir haben einen grossen Trainer mit einer grossen Herausforderung. Und das sind eigentlich uns zuversichtlich. Und das gibt sicher einen riesen Ruck durch die Mannschaft durch und dem Staff sicher auch. Bis es aber soweit ist, übernimmt der Erminio Bisergia IBE mit dem Ziel, zumindest den dritten Platz in der Meisterschaft zu erhalten.